Software ist drauf, klappt also alles wie soll? Ja, nicht wirklich. Ich hatte im letzten Video ja schon so ein bisschen orakelt und Punkte angesprochen, die möglicherweise zum Problem werden können. Naja, sagen wir es mal so, bei meinen Tests, da habe ich noch ein paar andere Entdeckungen gemacht und ich glaube, ich war ein bisschen zu lax mit dem Ding. Also gehen wir doch mal die Das-ist-ein-Problem-Liste durch. Naja, zum einen erinnert ihr euch dran, dass ich eben gesagt habe, das Gehäuse geht recht einfach auseinander. Ask me how I know. Ja, das Ding ist mir einfach in der Hand auseinandergefallen. Das ist zwar jetzt kein direktes Sicherheitsproblem. Ich meine, der Elektriker des geringsten Misstrauens arbeitet ja sicher nicht unter Spannung. Aber das Gesicht von dem, wenn das Ding beim Einbau in der Dose einfach zerfällt, dürfte auf jeden Fall interessant sein. Da hätte ich mir dann doch gewünscht, dass da noch irgendwie die Clips ein bisschen stärker sind und das Ding nicht direkt zerfällt. Ich meine, man kann es wieder zusammen machen und im Zweifelsfall macht man was Isoband drum, aber nach Qualität fühlt sich das dann nicht mehr an. Ein weiteres Thema, was ich ja schon angesprochen hatte, das sind die Lastarten. Die Relais, die hier drin verbaut sind, die sind normalerweise eher für resistive Lasten gedacht, also sowas wie eine Glühlampe. Wenn wir jetzt andere Lasten haben, wie zum Beispiel kapazitiv, also eine LED-Lampe, oder induktiv, eine Leuchtstoffröhre, dann kann das Probleme machen. Shelly selbst oder der Hersteller dahinter, der sagt, das wäre kein Problem, eventuell müsste man einen Snubber dazu bauen, das ist also ein RC-Filter. Diese Filter, die bietet Shelly auch selber in ihrem Shop an, also scheint auf jeden Fall ja schon bekannt zu sein, dass das Probleme macht, aber die Aussage war im Prinzip, ja, wenn es nicht funktioniert, dann brauchst du das. Naja, also die positive Nachricht, das Relais hält's aus. Das ist erstmal nicht selbstverständlich. Ich habe ja auch so einen Basic-Nachbau. Da verschweißen wir auch gerne mal die Relais, sodass man da irgendwie gegenklopfen muss, dass da die Last ausgeht. Das ist natürlich ein No-Go. Hier hatte ich das Problem bisher noch nicht. Dafür hatte der Shelly aber andere Probleme gemacht. Naja, ich hatte eine Leuchtstoffröhre dran. Einschalten ging auch einwandfrei, aber ausschalten, nur so halb. Er hat es zwar ausgeschaltet, aber nach ein paar Millisekunden ist das Licht direkt wieder angegangen. Technisch war das Problem, dass der ESP einfach neu gestartet ist und beim Hochfahren hat er sich dann gedacht, okay, das letzte, woran ich mich erinnere, da war das Licht an, also machen wir es auch wieder an. So, meistens hat es nach ein paar Versuchen dann doch funktioniert und ich konnte es ausschalten. Allerdings während der Testphase sind dann noch ein paar unschönere Fehler aufgetreten. Also nicht nur, dass man dann irgendwie die Last plötzlich nicht mehr ausschalten kann, was halt allein schon ein bisschen uncool ist, sondern ich hatte auch teilweise den Fall, dass er dann die komplette Konfiguration vergessen hat. Das Ding war also wirklich wieder im Werkszustand. Und naja, ich hatte jetzt hier ein Werkszustandgerät mit einer Last dran. Das ist besonders ungünstig, weil mir das nicht nur mit der Originalfirmware, sondern auch mit Tasmota einmal passiert ist. Und Tasmota hat danach ja die Config nicht mehr. Das heißt, ich konnte auch per Schalter nicht mehr ausschalten. Das heißt, ohne da die Zufuhr, die Energiezufuhr zum Tasmota zu unterbrechen, oder zum Shelly in dem Fall ist es ja, war es nicht mehr möglich, die Last auszuschalten. Immerhin, durch die ganzen Aktionen gab es keine dauerhaften Schäden. Es war also immer nur irgendwie der Konfigurationsspeicher oder nach einem Reboot war wieder gut. Und mit so einem Snubber hatte ich es auch mal getestet. Damit habe ich es nicht geschafft, diese Fehler zu provozieren. Das heißt also, wahrscheinlich ist man mit so einem Snubber dann entsprechend über der Last sicher und kann damit das Ding auch benutzen. Auch wenn ich da beim Strom sehr vorsichtig wäre, also ich würde definitiv nicht auf 10 Ampere das Ding ausreizen, sondern irgendwie sagen, keine Ahnung, ein Viertel der Last würde ich nicht überschreiten. Wobei natürlich auch das für fast alle Lasten in der Ecke ausreichen sollte, ne? Induktion ist aber auch an einer anderen Stelle so ein bisschen ein Problem, und zwar bei den Eingängen. Die sind nämlich sehr empfindlich. Ja, ich hatte teilweise den Fall, dass die irgendwie Dauer angemeldet haben. Das heißt, egal ob ich an- oder ausgeschaltet habe am Eingang, ich hatte keine Änderung sehen können. Das Ding stand die ganze Zeit auf, ja, da ist was. Die Ursachen, das waren bei mehreren Geräten. Also einmal eine Ursache, die sowas auslösen kann, sind lange Kabel. Das heißt also, sobald man irgendwie das Ding weiter weg vom Schalter macht, ist das eher problematisch. Sollte also wirklich in der Nähe vom Schalter sein.
Und das zweite, was auch bei mir mein Problem war, waren alte Schalter. Wenn die Schalter schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben, dann nutzen die sich teilweise ab. Kann durch Staub oder so dazu kommen, dass die ein bisschen kapazitiv oder induktiv rüberkoppeln. Und auch das kann dann dazu führen, dass plötzlich das Schalten nicht mehr möglich ist per Schalter. Sollte man also auf jeden Fall ein Auge drauf halten und ja, wer so ein Shelly einsetzt, sollte dann als entsprechend nah am Schalter einbauen und eventuell auch mit einem neuen Schalter dann nutzen. Ein weiteres Problem, was ich nur im Internet gefunden habe, das ist, dass sich viele Leute beschweren, dass die Geräte im WLAN verschwinden würden. Kann ich selber so nicht nachvollziehen, ich hatte bisher keine Probleme, allerdings, naja, das Ding sitzt halt in vielen Fällen in der Wand drin. Da braucht man also auch schon ein recht starkes WLAN an dem Ort entsprechend. Und wie eben schon gesagt, die Antenne, die ist halt da auf der Vorderseite. Wenn da ein dicker Schalter oder so davor sitzt, der dämpft das dann halt auch nochmal. Wie gesagt, ich hatte keine Probleme damit. Ich würde auch sagen, das ist halt zu erwarten. Wenn man da nicht gerade einen AP im selben Raum oder im Nebenraum hat, wird das wahrscheinlich eher eng werden, je nachdem Wandstärken. Wie gesagt, bei mir funktioniert alles einwandfrei, aber es ist halt WLAN. Das heißt also, es gibt tausend Dinge, die da stören können. Funk ist da halt eine eher unschöne Sache. Aber speaking of Wand, naja, ich kenne es so, dass da meistens starre H07V-Kabel verlegt werden. Also so ein starres, eindrähtiges 1,5 mm Kabel zum Beispiel oder 2,5 mm. Wobei, ich glaube, die passen noch nicht mal rein. Naja, der Shelly mag starre Kabel offenbar nicht so. Ich hatte den zwei, dreimal auf meinem Tisch angeklemmt mit starren Kabeln und dann entsprechend hier mit diesem Quick-Test. Naja, das Ergebnis, das sah dann hier so aus. Ja, was da so schön Funken zieht, das ist eine kaputte Platine. Ja, durch die mechanische Belastung an der Schraubklemme, da ist anscheinend da das zugehörige Lötpad vom Trace abgerissen. Es ist ein bisschen unschön, insbesondere wenn man halt bedenkt, dass ich das jetzt wirklich nur auf meinem Tisch hatte und eventuell mal hin und her gebogen habe. Okay, aber ich glaube, wenn da ein klassischer Elektriker mit etwas mehr Gewalt wieder seine Kabel in eine Dose reinbuxiert, da kommen da ein paar mehr Kräfte zusammen und ja, halten die Klemmen anscheinend nicht so wirklich aus. Ist also wieder was, was dazu spricht, so eine Gerätedose mit Tasche dazu benutzen. Allgemein scheinen die Traces auch nicht wirklich haltbar zu sein. Also wenn wir hier mal gucken, selbst nach meinem Entlöten sind hier teilweise Traces einfach abgegangen und das sieht alles nur so mäßig haltbar aus. Und wenn wir gerade schon bei Lichtbögen waren, ja, ich glaube, das Netzteil ist offenbar auch nur so mäßig haltbar. Hier bei dem habe ich keine Ahnung, was den Fehler ausgelöst hat. Bei allen anderen, da war es mir noch irgendwie klar, induktive Last, irgendwie mechanische Belastung auf den Klemmen. Der hier, der lag halt und hat plötzlich Kabumm gemacht. Weiß ich ja nicht. In dem Fall hier hat es die Sicherung, also diesen Sicherungswiderstand, die Spule daneben und auch den Schalt-IC in Rauch verwandelt. Also doch ein bisschen mehr. Und naja, Rauch auf meinem Basteltisch ist jetzt etwas, was ich nicht so gerne sehe. Und wenn ich jetzt bedenke, naja, wenn das in der Wand passiert wäre, auch eher uncool. Ne? Der Rest der Elektronik hat im Übrigen überlebt. Das heißt also, wenn ich da mit meinem Programmierding dran gehe hinten, dann kann ich den ESP noch ganz normal benutzen und auch die Relais schalten. Also es lebt offenbar noch so halb. Und ich habe später auch nochmal weiter gemessen, also der Sicherungswiderstand hatte offenbar gleichzeitig mit meiner Trennung hier ausgelöst. Also es wäre zumindest kein dauerhafter Lichtbogen da geworden. Aber trotzdem, ist jetzt etwas, was mir doch eher Bauchschmerzen bereitet. Den Support, den habe ich jetzt nicht bemüht. Dem Rauschen im Netz nach ist das ohnehin nicht wirklich hilfreich, wenn man es nicht direkt bei dem im Shop gekauft hat und selbst dann die Erfolgsquote wohl teilweise eher mäßig. Für mich ist es erstmal ausreichend, wenn ich den mit meinem Programmiergerät betreiben kann. Ich habe da ohnehin andere Dinge mit vor. Am Ende, da bleibt doch ein sehr gemischtes Gefühl. Die Geräte sind zwar günstig und prinzipiell zugelassen, aber eben offenbar auch billig. Von dem Viererpack, den ich gekauft habe, sind innerhalb von 2 Monaten die Hälfte, also 2 Module, kaputt gegangen. Und zwar in einer Form, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt auch nicht etwas, was passieren sollte.
Die mechanische Stabilität, die müsste auf jeden Fall verbessert werden. Und naja, einen Grund für das rauchende Netzteil habe ich, wie gesagt, nicht gefunden. Also da ist offenbar auch irgendwie was im Argen. Ich weiß nicht, ob es fehlende Filterung ist oder ob es auch irgendwie eine Belastung war, aber wie gesagt, ich konnte nichts feststellen. Das Ding lag einfach auf dem Tisch und ich war gerade per MQTT Sachen am Auslesen. Und lesen sollte sowas nicht auslösen können. Und eigentlich auch schalten nicht, wenn es eigensicher ist. Ja, beim Fazit bleibe ich, glaube ich, bei dem, was ich auch schon im letzten Video gesagt habe. Es sind Geräte, die in einigen Fällen halt helfen können, aber man muss sich halt klar sein, was man da holt. Diese Dinger haben halt doch einige Nachteile und ja, im Zweifelsfall, wie sagen einige Menschen so schön, brandroden und neu machen ist teilweise dann doch die bessere Lösung. Also in jedem Fall eventuell mal zu überlegen, ob der Shelly die richtige Wahl ist oder ob es nicht doch am Ende einfacher ist, die komplette Elektronik neu zu machen. Oder anders gesagt, naja, es gibt definitiv Einschränkungen und Risiken, aber prinzipiell tut's meistens dann so halbwegs, was es soll.